Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Fangen wir direkt mal mit ein paar Eiern an. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich noch mehr 7er abhole oder es sein lasse. Wenn es so weitergeht, dann lasse ich es lieber sein. So, Porygon. Nee, danke. Was haben wir hier noch? Alola Vulpix. 416. Nee, leider nicht. Also ich weiß nicht genau, was 100 ist, aber ich habe auf jeden Fall schon 421 und der ist nicht 100. Porenta. Mein erstes Porenta, das ich brüte, aber ich habe natürlich schon eins vom Event. IV-Check. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. KP und Attack, aber leider nur Strong. Strong ist 14 oder 13. So. Victor, 266. Berge 100. 246. Nee. Ja. Auf jeden Fall ist da vorne ein Lavados Raid. Den machen wir mit. Und dann ist da hinten ein Arctos Raid. Den macht der Kleine mit. So. Wir haben hier noch ein paar Eier. Dann sind wir bei einem Zapdos Raid angekommen. Ich glaube, ich blende so alle drei Raids nebeneinander ein. Kangama. Also, wieso freue ich mich eigentlich? Ich brauche den eigentlich nicht, aber. IV-Check. Ja. So. Einen haben wir noch. Und, also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nicht weiter extrem die Alola-Eier zu farmen. Oida, 434, der könnte nicht schlecht sein. Jetzt muss ich erstmal rein hier zum Zapdos Raid. Zufällig Lavados, Arctos und Zapdos da gewesen. Hat sich gut ergeben. So, wie gesagt, ich blende glaube ich alle drei nebeneinander jetzt dann ein. Und danach zeige ich euch die Ergebnisse. So, alle Raids gemacht und gefangen, aber leider kein Shiny dabei. Ich habe hier noch ein Dratini. Also Event ist schon geil, überall so geile Spawns. Ja, Raids, also heute Sonntag, die Vögel gehen noch bis inklusive Donnerstag, glaube ich. Oder exklusive, ne, inklusive. Bei uns ist ja immer ab 22 Uhr. Das heißt, er hat eigentlich nicht mehr so viele Chancen. Ich weiß gar nicht, wie hart ich es versuchen werde.
da noch Shiny Lavados und Shiny Zapdos zu bekommen. Naja, mal schauen. Jetzt keine Ahnung. Das war ein Lapras, das würde ich gerne mitmachen. Aber sonst keiner außer mir, also wird wohl nichts mit Lapras und Galaxy Raids. Alles klar, wir sind wieder zu Hause, angekommen. Ich habe hier noch einen Slimer, leider nicht Shiny. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr schon Shiny Slimer habt oder Kleinstein. Und ich habe noch eine Info für euch. Und zwar hat Niantic angekündigt, dass am Donnerstag kommt ja Mewtwo als normaler Raid Boss. Und Niantic hat jetzt angekündigt, dass diese Mewtwo, die aus den normalen Raids kommen, weder Spukball noch Hyperstrahl können, sondern nur die X-Raid Mewtwos. Das heißt, sozusagen, kommt drauf an, ob es Mewtwo danach noch als X-Raid Boss gibt. Aber wenn nicht, heißt es, dass nur die bisherigen Spukball und Hyperstrahl können. Sind sozusagen Legacy Movesets. Also Hyperstrahl ist jetzt Müll, das müsst ihr nicht beachten. Aber Spukball ist ziemlich gut, eine gute Geistattacke. Und anscheinend auch in der Zukunft gegen ein paar Raid-Bosse effektiv. Also, ich zeige euch mal meine Mewtwo. Die hatten alle unterschiedliche Movesets. Aber als ich das gehört habe, habe ich sofort alle meine Mewtwo geändert. Auf Spukball. Zumindest die guten, hier Spukball. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, mache ich glaube ich alle zu Spukball. Also natürlich solltet ihr erstmal alle, die ihr verwendet, auf Spukball machen. Und das neue Mewtwo dann aus dem Raid soll angeblich eine andere, neue Psycho-Attacke lernen. Die soll auch nicht schlecht sein, dementsprechend ein neuer Grund, da noch ein paar Mewtwos zu machen. Dann hat man da ein paar Spukbälle, Geist-Mewtwo und dann ein paar Psycho-Mewtwo noch. So, die drei, natürlich meine 200er und mein 98er, alle drei Spukball. Und ja, wie gesagt, ich habe den meisten jetzt einfach alle Fokusstoß eh nicht so toll. Fokusstoß vergessen lassen. Genau, Spukball perfekt. Und den meisten habe ich dann entweder Spukball oder Hyperstrahl gegeben. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, Hyperstrahl eigentlich richtig unnötig. Okay, an sich, ich meine, das sind schlechte Mewtwo. Die brauchen eigentlich den Spukball gar nicht. Aber ich meine, vielleicht vertauscht er den ja. Und er wird Glücks und er wird dann gut. Und dann hat er halt nicht die richtige Attacke. Also so eine Art Nächstenliebe. Das ist dann für den, an den ihr das tauscht. Ich habe genug Items. Weil ich habe eh Platz im Beutel. Ansonsten hätte ich die eh weggeschmissen. Solltet ihr natürlich nicht machen, wenn ihr... Okay, der ist schon getauscht, brauche ich nicht. Wenn ihr natürlich nicht so viele Items habt wie ich und nicht so viel raidet. Aber an sich, wieso nicht? Okay. Mach den hier schnell. Was heißt schnell? Alter, wir haben den Lauf. Direkt beim ersten Mal immer. Wie gesagt, der ist schon getauscht von Dimi. Ja, das war's. Jetzt habe ich alle auf Spukball geändert, die ich zumindest verwende oder tauschen kann. Weil, wie gesagt, das neue Mewtwo ab Donnerstag, bei uns Freitag, nicht mehr Spukball oder Hyperstrahl lernen kann. So, und jetzt, wie glaube ich in jedem Video, bis das Event endet, werde ich ein Gen 1 Pokémon auf Max pushen. Ich habe mir Dodo ausgesucht, weil Dodo ziemlich häufig während des Events ist. IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Und direkt pushen. Der ist ziemlich low, also das kann noch dauern. In der Zwischenzeit könnt ihr ja so berichten. Schreibt unten in die Kommentare, wie es so bei euch aussieht mit dem Event. Was habt ihr so gefangen bisher? Seid ihr zufrieden? Ich habe eine Umfrage gestartet auf YouTube. Und ja, die meisten sind ziemlich zufrieden. Es gibt ein paar Leine, die haben noch keinen Taurus gebrütet. Die haben eher Pantimos gebrütet. Ich heute auch zum ersten Mal. Also ich habe jetzt ein Taurus, ein Pantimos, ein Kangama, zwei Porenta gebrütet. Ja, ein Tangela. Eine Menge Polygon. Eine Menge Sandan. Eine Menge Dickter, eine Menge Slimer und eine Menge Mozi. Also Auswahl eigentlich nicht so toll für die Menge an Brüten. Aber an sich das Event top, finde ich. Macht echt Spaß, die ganzen Sachen zu fangen. Dratinis, Schlurp. Okay, Schlurp eigentlich nicht. Den suche ich noch. Lapras, Nocturne, Kikli. Relaxo suche ich auch noch wild für meinen Kleinen. Aber naja. So. Rihorn eine Menge am Start. Dodo. Sandan, Nidorant. Also wirklich Gen 1. Richtig Nostalgie so. So. Ponita. Eine Menge Ponita am Start. Mankey. Nebulak, Macholo, Kleinstein, Parfukanos, Miraplas, Knofensas, also richtig typisch Gen 1 einfach alles.
Die werden natürlich auch alle noch gemaxt, wenn ich nicht schon gemaxt habe. Also ich versuche da echt auch bis Eventende dann einfach Gen 1 fertig gepusht zu haben. Wie gesagt, abgesehen von den Sachen, die halt noch eine Weiterentwicklung bekommen, Electric, Matten und sowas. Wobei, die Sachen sehe ich auch gar nicht wild. Also die Sachen fehlen sogar. So Magma, Electric. Was gibt es noch? Keine Ahnung. Ja, Chenerga ist häufig. Tangela geht so. Magnetilo gibt es auch, ja. Also die Sachen lassen wir erstmal weg und pushen so rein Gen 1 Sachen fürs Event noch zu Ende. Das ist so der Plan. Ansonsten natürlich ab Freitag dann ein paar Mewtwo Raids. Der dritte 100er kann kommen. Ich bin bereit. Und ja, was steht sonst noch so an? Samstag C-Day, ND, wir nicht vergessen, ist vollkommen untergegangen jetzt während des Events. Ich mache noch ein Video dazu. Und zwar so ein kleines Ranking. Weil viele meinen ja, Endivir sieht der richtig schlecht, der schlechteste sogar. Nicht so großes Interesse. Ich mach mal so eine kleine Rangliste, ein Ranking. Beste C-Days, schlechteste C-Days und so. Das folgt auf jeden Fall auch noch die Woche. Und ja, ansonsten war es das eigentlich so. Das ist so der Plan für die Woche. Ich versuche noch Regi-Upgrade zu machen, auch wenn ich da keinen finde. Aber ich habe echt eigentlich kein Interesse an den Vögeln, ich bin da eigentlich bedient. Da könnt ihr auch nochmal unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Viele haben die zweite Chance genutzt, oder dritte, vierte, was auch immer. Und haben sich jetzt ein Shiny, Lavados, Zapdos, Arctos und so gesichert. Ich bin natürlich immer noch auf der Jagd. Ich habe nur ein Shiny Arctos. Ich muss ja meine freien Raid-Pässe für die Woche verbrauchen. Also werde ich da noch ein paar Versuche haben, aber am liebsten würde ich ein paar Regi-Rocks machen. Aber keine Chance. Ich habe heute einen gepostet. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Der ist nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd bei Limit. Was kann ich euch in der Zeit noch so erzählen? Oh ja, das steht auch noch an. Mac 2018 in Erfurt. War das Erfurt? Ich glaube schon. Steht an, ich bin am Start. Ich habe auch jetzt gerade gesehen, Sturmwaffe ist auch am Start. Wir hatten mal den Gedanken, mit ihm ein Video zu machen. Dazu muss er uns erstmal natürlich kennen. Aber hey, schauen wir mal. Kleine Aktion starten. In seine Kommentare schreiben. Video mit Hong. Kollaboration mit Hong. Und Niantic ist ja auch am Start dort. Und vielleicht gibt es dort neue Buchstaben. Das G, also falls Mac kommen würde, würde ich gebrauchen, das G. Falls da Neuigkeiten kommen, irgendwas von Niantic, wäre cool. Ich bin auf jeden Fall am Start. Könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch am Start seid. Würde mich freuen, da ein paar Leute zu sehen, weil... Ja, ich war eigentlich komplett alleine dahin. Also niemanden, den ich kenne. Und ich bin so verrückt und habe einfach 3 Tage gebucht. Das ist so diese Ausländer-Mentalität von mir. Diese geizige Mentalität. Ich habe gesehen, Ticket für 1 Tag. Und dann habe ich Ticket für 3 Tage gesehen. Und da habe ich einfach das für 3 Tage gekauft. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, was ich da 3 Tage alleine machen soll. Also meldet euch, wir können zusammen chillen, ein bisschen zocken. Und ja, mal schauen, was da so abgeht in Erfurt bei der Mac. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freitag, Samstag, Sonntag bin ich da. Sonntag fahre ich dann wahrscheinlich wieder zurück. Ist ja nicht weit nach München. Und fahren tue ich wahrscheinlich sogar Donnerstag schon. Weil das mit Dortmund war echt leidend. Am selben Tag ankommen und dann direkt zur Location fahren. Dementsprechend Donnerstag gechillt hin, schlafen und dann Freitag früh einfach ausgeruht dorthin fahren. Und ja, letzter Push. Dodri, 100% Max, Kanto-Event, auf geht's. Bam. Ich habe mein Kanto-Pokédex jetzt vervollständigt, check die Folge von gestern ab. Und ich hoffe jetzt dann auch bald Kanto Gen 1 auf Max alle gepusht. Eines meiner Ziele. Mein neues Ziel, alle Glücks-Pokémon. Das mit dem Event ist auch nicht schlecht. Kann ich viele Gen 1 Pokémon auf Glücks mir tauschen. Aber das war's erstmal von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Sub. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.